Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wir packen gerade unsere Sachen. Heute geht's wieder zurück nach U-Boot. Gestern habe ich einfach mal gar nicht gefilmt. Es war so langweilig gestern, das könnt ihr nicht vorstellen. Ich war wieder beim Immigration Office und habe Bilder machen lassen und habe das Visum bezahlt. Und jetzt muss ich wieder warten. Am 11. Dezember bekomme ich meinen Pass zurück. Das ist echt mega nervig. Die halten hier einen so lange fest. Ich wollte eigentlich schon lang wieder nach Lombok, aber das geht jetzt auch wieder nicht. Ja, und heute geht's nach U-Boot. Ja, und wir fahren dann jetzt eigentlich schon gleich los. Wir sind in U-Boot angekommen und das ist unser Zimmer. Mal wieder mega nice. Wir können ja mal wieder ein kleines Ratespiel machen. Wie viel Euro kostet das pro Person, pro Nacht? Schreibt es mir in die Kommentare. Diesmal hilft euch Booking.com aber nicht weiter, weil es war ein Spezialangebot. Und so sieht unser Bad aus. Und diesmal haben wir eine richtige Toilette. Diesmal wird nicht im Stehen gekackt. Ja, und jetzt gehen wir was essen. Na, du fettes Schwein. Simon likes wieners in his butthole. Nassim hat sich hier irgendwas zu essen bestellt. Ich hole mir woanders was. Ich bin mal wieder bei meinem Lieblings-Saté-Laden und habe mir gerade Lamm-Saté bestellt. Mega geil. Es war mal wieder extrem lecker und jetzt gehen wir auch in Monkey Forest. Wird bestimmt extrem lustig. Hab natürlich meine Kamerasachen dabei. Thank you very much. Wir sind im Monkey Forest angekommen und hier sitzt auch schon der erste Monkey. Ja, und jetzt laufen wir ein bisschen rum und ich mache auf jeden Fall auch wieder ein paar coole Monkey-Bilder. Schaut euch mal die geilen Bäume hier an, das sieht mal mega nice aus. Mit den Wurzeln und allem. Schon schön. So, das war's vom Monkey Forest. Wir haben uns gerade eine Packung frittierte Sachen gekauft und jetzt holen wir uns hier noch so einen komischen Pancake mit Schokolade, Bananen und Peanuts. Richtig geil. Wir sind wieder zurück im Hotel und haben gerade auch die ganzen süßen Sachen gegessen. Es war so lecker, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Besonders dieser Pancake war echt übertrieben lecker. Und so billig, 1 Euro für so einen richtig geilen Pancake, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt schaue ich gerade bei PayPal rein und ihr habt mir schon wieder 3 Spenden geschickt. Ihr seid echt krass. Ludwig Wizzy hat mir 3,50 Euro gespendet und hat gesagt, ich soll, wenn ich mal wieder in Kuta Beach bin, was richtig Leckeres essen. Ich blende seinen Kommentar mal hier unten ein. Er war auch schon dort und kennt da einen Platz. Und vielleicht mache ich das sogar. Niklas Brockschmidt hat mir zu meinem 100. Video 5 Euro gespendet und hat das hier geschrieben.
Richtig cool von dir. Danke. Martin Berthold hat mir 25 Euro gespendet und hat geschrieben, ich soll damit machen, was immer ich will. Richtig cool von dir. Fettes Danke an euch alle. Ihr seid mega geil. Das war's dann für heute. Wir gehen jetzt pennen und morgen wollen wir zu einem richtig, richtig geilen Wasserfall gehen und auf jeden Fall wieder einschalten und lasst mir nochmal wieder einen Daumen nach oben da. Bis dann.